So, herzlich willkommen im eisigen Weekendy. Wir haben Team Honor. Springt nach links. Also A, B, C. Und Team Courage rechts, D, I, F. Und dann, sobald der Circle zugeht, geht's los. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ist natürlich schön, wenn sich die, wie sagt man, die Teams immer mal wieder vermischen, damit wir quasi ausgeglichene Teams haben. Einerseits das, aber auch ein bisschen Abwechslung. Aber natürlich, je öfter man miteinander spielt, umso mehr Zusammenspiel kann generiert werden. Just for Fun vorhin ein richtig starkes Game gemacht, muss man sagen. So, wen haben wir denn noch? Den wir im zweiten Team ein bisschen verfolgen wollen. Die Zupfnudel und die Fischspalte. Fischspalte war vorhin überragend stark. 6 Kills, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen ist vielleicht hier ein Follow wert. Ha? Ist das gut hier? Ah, man trifft schon in den Mund rein. Ah, ja. So. Match startet in 10, 9, 8 und so weiter und so weiter. Deswegen. Let's Fets. Und Team Honor hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten jetzt am Anfang, aber das ist nichts, was man hier nicht überbrücken könnte. In einem weiten, weiten Sprung. So, wenn wir mal ganz kurz noch hier ein bisschen Audio, Gameplay, Volume noch ein bisschen runter. Die Schüsse sind mir, da fetzt es mir jedes Mal das Ohr weg und ich kann noch nicht genau kommunizieren währenddessen. So, wir sehen die ersten Spieler. Emmy, Moment, doch, rot ist rechts. Entschuldigung, hab schon gedacht, hier wird wieder ein bisschen rumgetrollt, aber ein Team entschließt sich auf jeden Fall, Mount Kresnik zu nehmen, um quasi relativ nah an der Mitte zu sein, um vielleicht sogar die ersten Frags abholen zu können. So. Store ist in der Theorie nicht auf seinem Posten. Er müsste noch so ein bisschen darüber, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Noob Aimings allein in der Winery, da müsste mehr als genug für ihn sein. Zum Looten. Stalio auch hier mit Mount Kresnik. Da gibt es schon die ersten Shots. Ah ja. Ich denke mal, Anne hat da was gefunden. Nein. Das waren wieder nur so Freudenschüsse. Es waren natürlich nur Freudenschüsse. Wir müssen da immer aufpassen, was wirklich passiert. Aber in der Theorie sollte hier großartig erstmal nichts sein. First Lady ziemlich Kante. Der hat Bock. Wie wir wissen, hat er richtig Bock. Aber es ist natürlich ein Shift für Team Honor. Die müssen ja nicht fighten. Sie könnten natürlich gute Positionen wie die Villa, Gorodka, also vor allem der Hill hier oben auf Gorodka halten. Oder sogar vorstoßen bis zu Marius. Oder Dino Park halten. Quasi wichtige Punkte, um zu gucken, wo kommt denn der Gegner rein, weil es werden wahrscheinlich drei Rotations stattfinden. Einer mit der Brechaxt über Mount Kresnik. Eine hier unten über den Dino Park. Und die dritte wird wahrscheinlich entweder unter der Mine oder sehr weit im Norden stattfinden. Wenn sich hier einer über Loot beschweren sollte, unmöglich. Es ist alles erhöht worden an Loot. So. G36 und die K98 sind schon mal die ersten zwei Waffen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Dreierhelme hier auf dieser Karte. Also, gebt eurem Carrymate schön den Dreierrucksack und dann wird das auch wunderbar funktionieren heute. So. Gorodka wird natürlich ausgelutscht.
was an Loot geht. Die Fischspalte hat auch natürlich schon wieder alles nötig am Start. So. PUBG Tech. Auch natürlich sehr beliebt auf dieser Karte DMRs. Zwecks den Dreierhelm, weil du musst da ein bisschen mehr treffen. Aber hier hat jeder seine Lieblingswaffen und vielleicht sogar halt. Oh, Anuin! Guten Tag, Anuin! Hat Anuin heute schon Kills gemacht? Möchte mir das einer erzählen? Mit Sicherheit hat er schon irgendwo Kills gemacht. Vielleicht einen oder drei. Auf jeden Fall 330 Schuss. Noch drei Stück dazu, dann wäre das eine schöne runde Zahl. Dann können wir reden. Aber 33 ist schon mal da. Sehr vorbildlich. So. Die Zone macht sich gleich auf den Weg in einer Minute 40. Und dann schauen wir mal, was denn wirklich passiert. Und derweil lasse ich euch noch mal mit der Karte alleine. Wir haben einen Airdrop. Sehr schön. Ob der bekannt ist, dem einen oder anderen, werden wir gleich sehen. Muka könnte es erahnen. Aber Darth Bishop ist auch mit dem Auto unterwegs. Und Man-Made Cookie. Ein Mann, der backen kann, das muss ja der Traum für jede Frau sein. Vor allem, wenn der Kekse macht. Wir müssen leckere Kekse sein, dürfen wir nicht vergessen. So, was gibt's denn hier? Er hat schon. Ne, er hat noch keinen Dreierhelm. So, MK14. Oh, ein Traum. Und ein Ghillie-Suit, leider einen braun, aber es ist natürlich lecker, lecker, lecker. Aber je nach Zone ist der braune gar nicht so schlecht. So, Männer, packt euch ein. Hier wird wieder nicht unterschieden, ob Friendly Fire oder nicht. So, aber wie schon eben gesagt, der eine Push kommt hier von unten runter. So, aber derweil, die Jungs nehmen sich hoffentlich gegenseitig mit, aber er hat ja noch ein Auto. Ne, es ist kein Auto. Bum, bum. So, du guckst, was übrig geblieben ist. Ja, der Zweierhelm auf jeden Fall. Bisschen Attachments. Das sind das. Das ist Uzi SLR. Lecker. Ja, kann man machen. Kann man machen. Aber ja. Ne? So, wie eben gesagt, von Mount Kresnik ohne die Brechstange diesmal. Dakanor muss ich mit Haribo gleich und Twin abmühen. Leider mit einer Einser-Weste. Er muss aber aufpassen. Okay, hat noch ein taktisches Lager gefunden, aber die zwei sind dann gleich da. Und die haben natürlich Endgear, ne? Aber sie haben ihn nicht auf dem Schirm, natürlich nicht. So. Nie stehen bleiben, Leute, nie stehen bleiben, um irgendwie Streams oder sowas abzusnipern. Nein, 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 nein. Das ist nicht gern gesehen. Hier kommen die ersten Schüsse. Made my Cookie. Man-made Cookie. Hat schon den ersten Kontakt gefunden. Deswegen. Werden wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich den ersten Unruheherd hier oben haben. Und der zweite wird sich dann hier unten befinden. Bei Ivan Kodanko. Das ist der Kollege mit der Tankstelle. Der aber nicht weiß, dass seine Tankstelle bald ausgeraubt wird. So. Dakano, er hält vielleicht nur. Er weiß es vielleicht, er hält. Hier kommt der nächste Airdrop, wieder schön. Aber die Leute sind schön weit zurückgezogen. Aber
Jetzt Magius kommt jetzt gleich der nächste Push. Eventuell. Kriegt Shots ab von Stalio. Der unterbindet das Ganze erstmal. Ah ja, wir haben den Airdrop gefunden. Er wurde auch gespottet vom Team Courage. Ob sich da jetzt jemand traut, den zu nehmen? Vermutlich schon, weil wenn sie es wüssten, ist natürlich Gorodka wieder leer. Hier finden wir eine M249. Das wäre natürlich grandios. Weißer Ghillie-Suit voll. Lecker, lecker. Weißer Ghillie-Suit. Gibt ja kaum was Besseres. Also das ist ja richtig schön. So, hier werden wieder Shots getradet. Portolux Zupfnudel hat Portolux gefunden, aber just for fun auch die Zupfnudel. So. Portolux ist aber noch, nein, doch er lebt wieder, wurde geholt. Killifin in the Fracking Toaster. Ja, der war ein bisschen zu nah an Team Courage dran. So. 1:1 getradet. Einer down, einer wieder hoch. Hier unten kommen die ersten Shots wieder auf Team Courage. Oh, das sind schöne Hits. Aber natürlich nicht ausreichend, weil der Kollege ja Dreiergear hat. Aber Team Courage wird jetzt nach vorne drücken wollen. Aber hier kommen die ersten Shots, die ersten Treffer. First Lady hat den Justice gefunden, der versucht hat, seinen Freund zu retten. Das waren jetzt wieder 1:1 Raid. Twin findet Dark Hanor. Das war vorhin unser Freund hier im Norden. So. K98 Legende ist da. So, das war erstes Abtasten. Jede Gruppe 2 Kills. Nichts Besonderes. Ganz einfach erstmal. Wir warten auf den Zonenschluss. Ah, nochmal 2 Shots. So. Team kommt zur Verstärkung. So, das ist der Zonenshift. Ging ein bisschen in den Norden. Wenn Team Honor nicht aufpasst, sind sie gleich ziemlich stuck. Anne könnte den Weg richtig aufmachen für Team Courage, aber man muss sich ja erstmal um den Airdrop kümmern. Und Kili pusht jetzt ran. Kili weiß, Ben Hur ist da. Hier wird die Nate gezündet. Die Nate fliegt. Down und das war der Finish. Schön. 1:1 getradet. Kili kommt wieder hoch. Sollte kein Problem sein. Und somit kann Team Courage langsam aber sicher an die Mauer ranpushen. Just for Fun macht aber wieder auf. Man muss wissen, dass der sich hier Mühe gibt. Er gibt sich wirklich sehr, sehr viel Mühe. Das gleiche macht aber First Lady auch. Weit auf. So, und jetzt wird's gefährlich. Aggressiv rangepusht, kriegt aber Calls wahrscheinlich, weil diese Kante ist natürlich sehr, sehr wichtig zu halten. Da kommen aber die Shots von Johnny auf der Seite. Wenn ich das richtig sehe, ist Store noch im Rücken der Gegner, könnte natürlich jetzt auch entsprechend helfen, aber ist vielleicht ein bisschen verwirrt und aus dem Game rausgenommen worden. Hätte aber gefährlich werden können. Earn aber, just for fun. So, jetzt kommt der Gegenpush sogar. So, mit einer richtig schönen Nate oder Molly könnte man hier ein bisschen Zeit kaufen. Flosh findet Navgorn. Das ist natürlich seine Mates schießen auf ihn. So, Johnny auch unter Pressure, Killy unter Pressure. Noob Amix. Oh, das war eine Nate. Von wem war die Nate? Eieieiei.
Hallo, hier, Friendly Fire bitte. Noom Amings ist der Retter in der Not. Hier wurde doch gerade geredet. Wer redet denn hier wieder? Fennec findet El Blindo. Wir haben nämlich das zweite Team jetzt hier oben. Und der Google flippt. Das hier unten geflippt. Heieieiei. Fennec findet auch dein Deo. In Excelsis Deo. So, wir haben 28 zu 23. Und dementsprechend. Es ist noch ausgeglichen. Wir wissen, es ist alles möglich. In Mod, Mut muss natürlich hier. Oh, die Fischspalte. Das war ein harter Hit in den Rücken. Aber hier kann man vielleicht nochmal eine neue Zweierweste holen. Aber das wird dann der nächste schöne Fight werden. Noob Amix muss in den. So. Das Magius ist nicht von Erfolg gekrönt, dieser Ambush. Aber man wird sich jetzt ein bisschen besser aufteilen werden. Denn hier an der Kante mit Uphill arbeiten ist natürlich nett, aber Team Courage sollte vielleicht sich auch Gedanken machen um einen eventuellen Compound, den man haben möchte. Und Lori schaut da schon korrekt rein. So, in Mut hat den Mut, hahaha, sich hier schon mal diesen Compound zu sichern. Allerdings müsste natürlich eventuell Kommunikation zu seinem Team bestehen, weil die sind natürlich alle nur fokussiert auf den Rest. Demnach gibt es hier einfach schöne Shots. First Lady möchte mitspielen, deswegen wird jetzt rangerannt. Die Fischspalte auch wieder da. Noch kein Kill diesmal. Findet unseren Rookie. Leider nicht getroffen. Oh, das war ein Headshot von der Seite. Und Abdo findet die Fischspalte. Deswegen. Scar2Go nimmt sich Torz an die Brust. Es ist immer noch die Frage, ist das gut, weil Team Honor hat natürlich jetzt nicht so viel Cover wie Team Courage. Noch dazu, da die Uphill spielen. Und mit dem nächsten Zonenshift könnten beide Teams eventuell in Probleme kommen. Inmut hat den Compound sogar aufgegeben und ist noch weiter in die Mitte gegangen. Das ist natürlich sehr gut für Team Courage. Anuin, wir hören mal in den Teamchat hinein. Reiner Wahnsinn. Zwei Shots, zwei Treffer. Unglaublich. So, jetzt so langsam wird aber Team Honor so ein Stück weit dezimiert. First Lady pusht ran hart. Möchte hier One-Man-Army spielen. Aber eventuell ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Kann aber auf jeden Fall schon mal bisschen halten. Haribo finished Fennec. Da wollte man versuchen, mit einer Smoke was zu machen. Man-made Cookie. Lass den Koch doch nicht sterben. So. Die neue Zone ist das, was ich gesagt habe. Wieder ein weiter Westshift. Heißt es, beide Teams sollten sich eventuell konzentrieren, reinzukommen. So. In welchem. Ich meine. Ja.
So. So. Beide Teams verlagern jetzt so langsam ihre Position. First Lady möchte natürlich hier mal richtig abrasieren. Schauen mal, inwieweit das funktioniert, weil er jetzt im Rücken von drei Spielern sein könnte. Vor ihm hat er PUBG Tech gehabt, deswegen wird es jetzt eng. Er könnte ja mit richtig viel Kills rausgehen, zwei hat er schon. Aber nein, doch, er sieht ihn. Er sieht 1, 2, 3 Spieler sieht er, 4 Spieler sieht er. Er will noch nicht, er könnte jetzt bald mal, aber das ist natürlich belastend für jeden Spieler, der jetzt sehen würde, wie er hinter ihm läuft. Wie auf dem Tablett. Aber ich kenne einen Spruch, der heißt Mandalas malen und je nachdem, wie das funktioniert, gibt es ja Mandalas oder feine Tattoo-Stiche. So, holt er sich den ersten Frag, 1. Und das war Nummer 1. Hier wird nicht gefinished. Blut wird eh ausgeblutet, weil keine Sau mehr in der Nähe ist. Vor ihm sieht er der Pole. Da, Matokstein. Auch gezogen. In der gleichen Zeit holt Smagius einen Kill. First Lady müsste sich jetzt heilen. Man ist jetzt aware, dass First Lady hinter ihnen ist. Aber 1, 2, 3, 4, also brutal viel Spieler können ihn jetzt halten. So, die Fischspalte faced Marius. Marius ist down. Das war etwas overstayed. Bisschen sehr greedy, kann man vielleicht sagen. Aber da kommt der Follow-up-Kill. Wer greedy ist, wird dafür bestraft. Und die neue Zone ist wieder ein Westschiff, diesmal südwestlich. Und jetzt geht es darum, wer ist als erster drin und holt sich etwas Hardcover. Smagius wird hier vom Molly angezündet. Ja, das ist jetzt so langsam schmerzhaft. Aber war nicht viel. Hier kommt eine Nade. Oh, die war gut. Die war sehr gut. Aber nicht ausreichend, um Laurie zu töten. Smagius muss hier jetzt gegen einige Spieler ran. Wo ist der Support seines Teams? Laurie ist wieder live. Harry Bertz kommt dazu. So. Jetzt wird hier getradet. Mamek findet Laurie, Abdo findet Wahl. Der Pole holt Darth Bishop. Der Flosch verreckt an der Zone. Wir haben noch einige Spieler, die sehr außerhalb sind. Aber hier sind drei gedownte Spieler und das sieht nicht danach aus, dass man die erstmal noch holen kann. Smokes liegen. Der Bischof wird aufgehoben von Mystical. Und hier blüten zwei Spieler aus. Flosch, wie gesagt, ausgeblutet. Helior wird sich heilen müssen. Muss aber gucken, dass er hier nicht gleich wieder zum Opfer fällt. Oh, fast Kopfschuss, aber selber. Da hat ihn der Dreierhelm gerettet. So, was machen die anderen Spieler? Die sind ja alle schon dead. Anuin, immer noch leider kein Kill. Aber das wird vielleicht bald. Der stete Tropfen höhlt den Stein und das ist natürlich eine Zone, die belastend sein kann. Wir müssen weiter in den Westen rein, aber bisher mussten beide Teams immer ziemlich viel laufen, um was zu können. Neo mit einem weißen Ghillie-Suit könnte natürlich jetzt entsprechend schon mal vorhalten. So, Let's Fetz holt Helio. Mystical MB. Der Pole stirbt an der Zone. Und hier wird weit aufgemacht nach oben. Mit einer Uphill-Position wäre das Game natürlich auch deutlich vorteilhafter, sich gleich in die letzte Runde zu schmeißen. Oh, und das war eine richtig dicke AWM, was ich da gehört habe. Wer spielt denn hier AWM? Ist das du? Nein, das bist nicht du. Wir haben hier nur ein Vierer-Team, das ist aber ein bisschen wenig.
So. Es wird noch getradet. Hier kommt eine weitere Rotation rum. Das ist schön anzusehen. Aber das wird hier genau Hälfte-Hälfte aufgeteilt. Ah, hier haben wir die AWM. Ist Sabel aware, dass hier von der Seite Silver kommt? So, Melmac ist auch da, sichert dann die Flanke. Und wir können jetzt mal behaupten, schon mal sagen, aber das ist natürlich immer schwer, weil das abhängig von der nächsten Zone ist, wer denn gewinnt. Ich würde meinen, würde sagen, wenn es uphill bleibt, ist Team Honor gut dabei. Melmac übersieht eventuell, dass hier links schon Spieler sind. 1, 2, 3, alle ziemlich offen. Findet einen, wird aber in Return von Harry Bertz geholt. Das ist 1 zu 1. Anuin, der Lebensretter, kann ihn aber noch aufholen. Hier wird gebodyblockt, hier fliegen die Smokes gleich. Melmac leider gefinisht vom PUBG Tech. So, B-Dude findet Harry Bertz, der Twin aufgehoben hat. So. Hier. Team Courage versucht das vielleicht mit einem aggressiven Push, aber man weiß dagegen zu halten. Support ist noch small kommt. Wir haben hier einen. Wir haben jemand hier mit einem Crossbow. Das ist natürlich jetzt ganz gemein. Oh, der hat fast getroffen. Also wenn wir hier jetzt ein Crossbow-Kill sehen, das wäre natürlich. Aber wir müssen hier noch ein paar Smokes finden. Die Twin, Dude findet. Der Smoke. Eieiei, Sabel findet Anuin. Die M249 von Unvaldor ist natürlich auch richtig gefährlich. So, 11 zu 12. Der Shift ging rechts nach in den Süden. Also nicht in den Süden, sondern runter. So, 2 gegen 4. Smagius von der Seite. Übersieht den Ghillie-Spieler. Oh, das ist eklig. Das war eklig. Smagius. Leider konnte er da Gilusiut OP. Einfach stop. Die Nade finished. Smagius könnte noch gerettet werden. Sollte da irgendwie Support kommen. Schafft es auf jeden Fall wegzukriechen. Neo legt sich erstmal hin. Schlangensnake. Hier kommen jetzt Smokes runter, weil man muss versuchen, wieder downhill zu kommen. Allerdings haben Spieler von Courage noch was dagegen. Und das ist ein 8 gegen 10. Hier kommt ein Hero Move mit einem Auto. Aber das tut natürlich weh. So, Smagius kann wieder hochgeholt werden. Man sieht ihn nicht. Und oben spielen noch 3 gegen MB. Stalio muss jetzt los. Zone drückt ihn jetzt so langsam rein. Und ich denke mal, Killspitzenreiter ist PUBG Tech. Und Valdor down. Noob Aimings auch gefunden. Und ich würde mal behaupten, 5 gegen 9. Unsere Ice Snake ist auch down. 5 gegen 8. El Chigolo. Ganz oben. Kriegt keine Beachtung mehr. Der kann ziemlich for free rein. Stalio ebenso. PUBG Tech. Den nächsten Kill. So, 4 gegen 7. Es ist wirklich sehr, sehr knapp. Das ist kein Geschlachte mehr, kein. Das sind schöne, ausgeglichene Games. 2 down von Team Honor, das ist natürlich bitter. Die bekommen jetzt Molotow-Cocktails. Eieiei. Und das ist noch. Das war das Game. Es ist fertig. Team Courage gewinnt mit 7 überlebenden Spielern das Game. Wir haben hier einen Killspitzenreiter, PUBG Tech, mit 6 Kills, Wahnsinnsleistung. Im Gegnerteam First Lady und Just for Fun mit jeweils 4 Kills. Und das sind schöne, tolle Runden. 3 Games so far. Es steht 2 zu 1 für Team Courage.